100 Milliarden Euro müsste man in die marode deutsche Infrastruktur investieren, sagen Experten. Neu an der Hochschule ist als Professor für Infrastrukturplanung Dr. Henning Krug. Herr Krug, müssen wir jetzt weiter damit rechnen, dass unsere Brücken zusammenbrechen? Also, ich glaube nicht, dass in Deutschland Brücken zusammenbrechen. Dazu sind die zu gut geprüft, zu gut untersucht. Aber diese Zahl wirft natürlich schon die Frage auf, welches Niveau an Infrastruktursystem, an Infrastrukturausbau wir uns in Deutschland leisten wollen und auch leisten können. Denn diese 100 Milliarden, wo auch immer die herkommen, ich denke mal, das ist vor allem eine politische Zahl, sind aber irgendwo errechnet aus dem Bestand und aus der Instandhaltung des Bestands und aus der Fortschreibung und Erneuerung des Bestands. Und das zeigt einfach, was für auch Lasten dieses Infrastruktursystem mit sich bringt, für den Steuerzahler, für den Staat, für das Gemeinwesen. Die Hochschule hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Nachhaltigkeit. Und da stellt sich die Frage, wenn man bedenkt, dass jeden Tag 100 Hektar Fläche verbraucht werden, haben Sie da ein Konzept sozusagen im Paket jetzt neu an der Hochschule, wie man das reduzieren könnte, diesen enormen Flächenverbrauch bei Infrastrukturmaßnahmen? Ja, also wie immer natürlich keine Patentrezepte, aber schon Konzepte gibt es dafür. Da kann man jetzt ein paar Stichworte nennen für diese Konzepte, denn Flächenbedarf hängt stark davon ab, wie wir uns bewegen, mit welchen Verkehrsmitteln wir uns bewegen und auch wie wir siedeln. Und auch die Form, wie wir siedeln, also in welchen Dichten, in welchen Siedlungsdichten, hängt arg mit der Art, wie wir im Verkehr unterwegs sind, zusammen. Es gibt bestimmte Siedlungsstrukturen, die einfach für bestimmte Verkehrssysteme und für bestimmte Verkehrsmittel prädestiniert sind und wo man dann vielleicht eher mit dem Auto unterwegs ist und zu Fuß oder mit dem Fahrrad kaum was erreichen kann, kaum Mobilitätschancen hat. Und damit ist natürlich viel Flächenbedarf im System auch wieder veranschlagt. Sie sind Experte für Verkehrsplanung, ist das richtig? Ja. Werden Sie es auch hier schwerpunktmäßig unterrichten, auch forschen in dem Bereich? Ja, also ich bin aber froh, dass diese Professur Infrastrukturplanung heißt, weil dieser Begriff beinhaltet ein bisschen mehr als, sagen wir mal, den Personen- und den Güterverkehr, den man vielleicht so klassischerweise unter Verkehrsplanung verstehen würde. Auch die ganzen Leitungssysteme, Liefersysteme, Servicesysteme, all das, was man sozusagen zur Erschließung von Flächen, von Grundstücken, von Standorten braucht, ist damit gemeint. Und da sind die Gesetzmäßigkeiten und Wechselwirkungen gar nicht so unterschiedlich vom Personenverkehr. Deswegen bin ich froh und ich werde mich da auch aber noch ein bisschen einarbeiten müssen mit den ganzen Infrastrukturnetzen, mit Leitungsnetzen, mit dem Datenverkehr zum Beispiel. Das wird sozusagen dazukommen. Zurzeit, am Anfang, ist der Schwerpunkt momentan vor allem bei dem, was ich mitbringe, und das ist die Stadtverkehrsplanung und Straßenentwurf, konzeptionelle Verkehrsplanung auf Stadtteilebene und auf regionaler Ebene im Wesentlichen. Sie haben für die Stadt Heidelberg lange gearbeitet, waren an verschiedenen Orten, haben erst relativ spät promoviert, jetzt die Professur. Wie kam das, dass sozusagen die Zuwendung zur Wissenschaft so relativ spät? Ja, die war nicht immer so präsent bei mir, das ist richtig, wobei ich 5 Jahre nach der oder eigentlich 3 Jahre nach dem Diplom bereits wieder an die Hochschule gegangen bin, damals aber die Universität Kassel, weil mir da eine Stelle angeboten wurde, die mir auch eine Promotionsmöglichkeit eröffnete. Also so diese Affinität, die hatte ich schon immer, aber ich wollte dann erstmal in die Praxis gehen, das ist richtig. Und das habe ich in Heidelberg 12 Jahre gemacht und nach 12 Jahren oder nach 10 Jahren im Grunde stellt man sich dann auch mal die Frage, ne, wie geht's weiter? Ich hatte dann so Halbzeit, was meinen beruflichen Lebensweg angeht, und habe so ein bisschen Bilanz gezogen, wo habe ich wie viel erreicht, und dann wurde mir die Wissenschaft und die Hochschulkarriere doch wieder recht lieb. Ich stelle mir das vor, bei so großen Projekten, Infrastrukturprojekten, kommt das nicht nur auf die technische Seite an, sondern braucht man da auch Eigenschaften als Moderator, vielleicht sogar als Schlichter, weil so viele verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen sind? Ist das auch was, was in der Lehre bei Ihnen in der Professur eine Rolle spielt, sowas?
in der Lehre nicht so stark erstmal wie in meinen 12 Jahren Planungspraxis. Da bin ich natürlich im Stadtplanungsamt auf unglaublich vielen Bürgerveranstaltungen gewesen, musste die leiten, musste komplexe Sachverhalte erläutern, musste Konflikte, naja, man kriegt sie nicht immer weg, aber zumindest mal auf den Punkt bringen, sodass man die Meinungen austauschen kann, ja, sachlich austauschen kann. Hier würde ich jetzt, haben wir andere Experten, die sowas vermitteln, die sowas lehren. Ich werde mich wahrscheinlich mehr so auf die fachlichen Fragen der Verkehrsplanung stürzen. Mhm. Aber auch da kann man Verkehrsplanung so und so betreiben. Und mein Ansatz ist sicherlich einer der, der den Menschen etwas stärker mit einbezieht, als es, sagen wir mal so, die klassische aus dem Bauingenieurwesen kommende Verkehrsplanung kommt, die Verkehr vorwiegend als technisches System betrachtet, wie so ein Röhrensystem halt, ne? Wo es Engpässe gibt und die man dann lösen muss und dann ist der Stau wieder weg. Aber wenn der Mensch ins Spiel kommt, ist es ein bisschen komplexer und da gibt es dann nicht mehr so einfache Lösungen. In der Rolle als Professor, haben Sie sich da schon ein bisschen eingefunden? Jein. Also es sind jetzt 1,5 Monate. Die ersten Lehrveranstaltungen sind gelaufen mit Höhen und Tiefen, ne? Also wie es halt so ist. Und bin aber guten Mutes und mir macht es auch überwiegend viel, viel Spaß. Ja. Und auch die Kollegen hier sind wirklich furchtbar nett, also fühle mich hier ganz wohl. Sie waren, ich habe es schon angedeutet, auch an verschiedenen Orten in Deutschland. Sie waren in Dresden, ich habe es gesagt, in Heidelberg, in Kassel, jetzt hier in Nürtingen. Was für Vorzüge bietet Nürtingen im Vergleich zu Heidelberg? Naja, also es wird nur mein halber Wohnstandort. Wir bleiben in Heidelberg, die Familie bleibt in Heidelberg. Vorerst mit den Kindern und so wollen wir jetzt erst nicht nochmal umziehen. Aber was sozusagen aus beruflicher Sicht angeht, es ist eine der wenigen Planerausbildungen in Süddeutschland. Insofern war es für mich schon immer im Fokus. Die Landschaft ist halt super, ja. Ich fahre leidenschaftlich Mountainbike und der Alp drauf muss also wöchentlich erklommen werden. Naja, das ist jetzt Zukunftsmusik. Schauen wir mal. Und Nürtingen, die Stadt, ist eine ganz kleine, nette, lebenswerte Stadt, meines Erachtens. Die aber halt auch aus verkehrlicher Sicht jetzt wieder so zwischen sehr urbanen, fußgängerorientierten, nahverkehrsorientierten Teilen und auch einer unheimlichen Zersiedelung in die Fläche so schwankt. Ne? Die bietet halt wie jede Stadt in Deutschland auch so beides. Ne? Und da muss man sich dann überlegen, welche Entwicklungen von dem, was man sieht, sind nachhaltig und müssen wir fördern. Und mit welchen haben wir ein Problem, weil die zum Beispiel diesen Flächenverbrauch verursachen oder diese enormen Infrastrukturlasten verursachen. Auch das sieht man in Nürtingen. Vielen Dank, Herr Krug. Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin einen guten Start hier in Nürtingen und an der Hochschule. Dankeschön. Und das war's mit unserem neuesten Beitrag in der Reihe Prof am Start. Bis zum nächsten Mal.